Ja, ich bin ja Jahrgang 38 und habe schon das Ende des Zweiten Weltkrieges recht bewusst mit 7 Jahren erlebt. Als die Amerikaner über die Elbe gekommen sind bei Blekede, dann sind sie auch am 2. Mai durch Hagenow gekommen und auch durch die Dörfer der Umgebung. Und ich bin in einem kleinen Nest aufgewachsen in Wosmerhof. Und habe dann zuerst Uhrmacher gelernt, 3 Jahre, und anschließend nochmal 3 Jahre Augenoptiker, ein Gesellenjahr. Und dann kam ich von 1960 bis 1962 auf die Fachschule für Augenoptik in Jena. Ja, und dann war ich erstmal ein Vierteljahr in Berlin und bin dann wieder nach Hagenow zurückgegangen, weil mein ehemaliger Chef nicht mehr konnte. Und da habe ich mich dann auch bald mit der Fotografie beschäftigt. Und dann bin ich ja durch die Fotografie 1970 zu einem Museumsmenschen geworden. Wir hatten nämlich die 600-Jahr-Feier im Jahre 1970. Und da haben wir als Fotoclub eine Fotoausstellung gemacht. Und dann schrieb man ins Gästebuch, ob man diese Ausstellung nicht erhalten könne in Form einer Heimatstube oder ähnlichem. Es ist dann so ganz gut gelaufen mit dem Aufbau des Museums, zunächst in einer Baracke und ab 1983 in einem stattlichen Haus. Wir haben aber die ganzen Dinge, die wir dort ausstellen, auch heute noch, aus der Bevölkerung geschenkt bekommen. Und dann kam die Wende. Ja, ich war dann ja selbstständiger Augenoptiker. Mein Chef verstarb 1965, auch im Januar. Und dann habe ich erst mal ein Jahr gepachtet, weil das Witwenjahr der Frau noch da war. Und anschließend habe ich das Geschäft dann gekauft. Und durch diese Tätigkeit an diesem Museum, das sich in die ältere Geschichte gewandt hat, haben Sie auch den unglaublich guten Kontakt zur Bevölkerung bekommen. Ja, den hatte ich auch schon durchs Geschäft. Denn ich war der einzige Optiker in der Kreisstadt Hagenow. Sie haben in Ihrem Museum, das sehe ich auch an Ihren Publikationen, auch sehr viele Alltagserfahrungen wiedergegeben. Sind es jetzt sozusagen nur die eigenen Alltagserfahrungen? Oder haben Sie den Alltag in der DDR schon bei Ihren Gesprächen während der Existenz der DDR mit Ihren Mitbürgern Ja, aufgenommen? wir haben uns über alles Mögliche unterhalten. Und ich habe ja 12 Ausgaben von dieser plattdeutschen Serie Figenhead, Schräben und Hagenow. Das ist eine legendäre Dienstmark, die ihrer Mutter immer die Briefe geschrieben hat und im Dorf damit rumgelaufen ist. Und dann haben die Leute gefragt, ist das denn auch wahr? Und sie hat sich dann richtig aufgeplustert, sagen wir ja auf Plattdeutsch. Und hat dann gesagt, Figen hättet Schräben und Hagenow und die lücht nicht, das sind alles wahre Begebenheiten. Und da habe ich von über 1000 Menschen plattdeutsche Geschichten gesammelt. Und die sind einfach auch über das aktuelle Leben in der DDR gegangen. Auch ein Heft, die Nummer 5 ganz besonders und auch noch die Nummer 10, die Nummer 11 und die Nummer 12 auch, ja. Und die sind erschienen wann? Vor oder nach der Wende? Das Heft Drei Nummer 5? Stück sind vor der Wende erschienen. Das waren harmlose Sachen. Zum Beispiel Originale der Stadt oder Gastwirtschaftserlebnisse oder Ackerbürgergeschichten. Kleine Handwerker, kleine Gewerbetreibende werden da vorgestellt mit humorvollen plattdeutschen Geschichten. Ja, das war eine lange Zeit. 40 Jahre lang habe ich das gemacht, 40 Jahre gesammelt. Was würden Sie sagen, wenn Sie 3, 4, 5 Schwerpunkte, die Sie aus diesen Erzählungen Ihrer Mitbürger aus der DDR-Zeit gehört haben, was ist das Wichtigste? Was haben Sie am häufigsten gehört an Erfahrungen aus dem Leben in der DDR? Ja, manche hatten ja einen Reisepass in den Westen bekommen, eine Frau sogar nach Amerika, die hatte dort Verwandte. Und diese Geschichten sind natürlich höchst interessant. Das ist Zeitgeschichte aus erster Hand. Manche sind aber auch hochdeutsch erzählt. Sie sind nicht alle plattdeutsch. Denn wer Flüchtling war, konnte ja nicht plattdeutsch sprechen. Und
Da habe ich dann aber auch die hochdeutsche Form beibehalten. Also die Westreisen, die Westkontakte. Was war noch interessant aus den... Aus der DDR-Zeit, aus der Handel DDR-Zeit. Und Wandel. Also besonders der Handel. Diese Mangelwirtschaft, die Verwaltung der Mangelwirtschaft. Das ist auch ein Schwerpunkt da drin. Auch über einen Volkspolizisten wird da nicht erzählt, was der alles so für Schoten an den Tag gelegt hat. Der hat dann immer gesagt, bringen Sie mir den Täter, ich mache ihn dingfest, wenn da irgendwo mal eingebrochen wurde oder was gestohlen wurde, bringen Sie mir den Täter. Und dann kam die Wende ja bald. Ich hatte übrigens einen Bruder im Westen, der war seit den 50er Jahren abgehauen, sagten wir ja. Und der war in Lauenburg bei Edeka nachher und hat hier Ware ausgefahren. Der war da Kraftfahrer und nachher war er in Briedlingen. Sein Schwiegervater, der war Kiesgrubenbesitzer mit Pferd und Wagen. Wie viel Kontakt hatten Sie in der DDR-Zeit mit Ihrem Bruder? Hat er Sie öfter besucht? Ja, er durfte uns ja besuchen, aber wir durften nicht rüber. Aber er heiratete 1963, da war der Mauerbau 2 Jahre her. Und da haben seine Eltern, also auch meine Eltern und ich aus der DDR, keinen Reisepass bekommen. Er hat also hier im Westen ohne seine Eltern seine Hochzeit gefeiert. Ich habe gesehen bei den Aufnahmen, die Sie gemacht haben, da waren auch viele Aufnahmen von der Grenze dabei. Ja, ja. Das ging aber erst ab 1989. Nach dem 9. November, also ab 10. November. Eine Aufnahme habe ich mal in den 60er Jahren gemacht in Stiepelsee, wie dort der Grenzzaun aussah. Da lagen nur runde Rollen, Stacheldraht. Da konnte man beinahe rüberspringen, wenn einer gut hochsprung konnte, der konnte da sogar rüberspringen. Und diese Streckenmetallzäune, die sind im Allgemeinen erst ab 1972 gebaut worden. Und dann wurde die Grenze immer mehr befestigt durch Anlagen. Aber dazu haben Sie keine Fotografien. Es war einfach diese Schwierigkeit des Verbots von Osten her von der Grenze. Ja, ich habe aber aus Gestacht von einem Fotofreund Fotos bekommen, wo man sieht, und auch aus Ratzeburg übrigens und aus Hamburg, die damals an die Grenze gefahren sind und von der Westseite das Anbringen der SM-70, dieser Schießeinrichtung, Splitterminen, die haben die von der Westseite fotografiert und die Fotos sind alle in einem dicken Bildband vorhanden. Bei Ihren Gesprächen mit Ihren Mitbürgern in der DDR, haben die Minen, haben die Selbstschussanlagen dabei eine Rolle gespielt oder gar nicht? Überhaupt nicht. Vor der Wende überhaupt nicht. Wir kamen doch nicht an die Grenze. Wir wussten doch gar nicht, wie es da aussieht. 5 Kilometer vor der eigentlichen Grenze war ein Sperrgebiet und 500 Meter vor der Grenze nochmal ein Schutzstreifen. Da kam man überhaupt nicht rein, nur Einheimische. Und Hagenow zur Grenze, wie viele Kilometer gleich wieder? Ja, Luftlinie 30 Kilometer. Und trotzdem ist die Grenze jetzt kein Thema gewesen für Menschen in Hagenow? Nein, in der DDR-Zeit nicht. Durfte man auch gar nicht groß drüber reden. Also auch nicht so im engeren Kreis? In Ihrem ja, da haben wir uns hin und wieder mal unterhalten, aber mehr über unsere Verwandten im Westen, dass wir da nicht hinkommen. Aber von der Grenze hatten wir ja gar nichts gesehen. Wir wussten ja nicht mal, dass da ein Streckmetallzaun ist. Wie haben Sie selber den 9. November und die Grenzöffnung wahrgenommen, Herr Karls? Ich war zu einer großen Demonstration, die am 9. November in Hagenow stattfand. Durch das neue Forum wurde das dazu aufgerufen, zur Demonstration. Und da war ich mit dem Fotoapparat dabei. Immer wenn die Massen uns entgegenkamen, haben wir sie von vorne fotografiert. Das habe ich auch alles publiziert in einem dicken Wälzer über die ehemalige deutsch-deutsche Grenze.
Trotzdem nochmal Ihre Erfahrung wirklich zur Grenzöffnung. Wann ist die sozusagen in Hagenow angekommen und wie? Die ist erst in der Nacht am 9. November nach unserer Demonstration angekommen, diese Mitteilung. Unterwegs, als wir zum Fotografieren gingen, ich war mit einem Angestellten vom Museum da unterwegs, der ist heute der Direktor, und da hat uns schon jemand unterwegs gesagt, ihr braucht nicht mehr hingehen, die Grenzen sind offen. Das war so 7:15 ungefähr, da haben wir gedacht, ein Irrer. Das war völlig unmöglich, dass die DDR die Grenzen öffnet. Und als wir da dort beim Fotografieren nebeneinander standen, kam einer aus der Reihe raus auf mich zu, Herr Karls, die Grenzen sind offen, haben Sie das schon gehört? Den habe ich angeguckt wie 7. Weltwunder. Und dann habe ich gedacht, Mensch, das hat uns doch schon mal einer unterwegs erzählt, ob da wohl was dran ist. Und als nun der Dialog auf dem Lindenplatz beendet war, da war eine große Ansammlung von Menschen und da durften viele reden. Da sind wir erstmal nach Haus und haben Fernseher angestellt. Und tatsächlich in Berlin war die Grenze offen. Dann hier an der Autobahn Gudow wurde dann berichtet von der offenen Grenze. Es war nicht zu glauben. Also das war entgegen jeder Erfahrung, die wir in der DDR gemacht hatten. Und wann sind Sie selber dann das erste Mal den Westen schauen gegangen? Wir hatten vor 6 Wochen vorher von einem Freund, der aus Aumühle in Hagenow Verwandte hat und der oft zu uns kam, das waren richtige Freunde, er und seine Frau. Da sind wir am 11. November, also 2 Tage nach Grenzöffnung, nach Aumühle mit dem eigenen Auto gefahren. Wir fuhren aber in Hagenow so um 11 los, kamen etwa 11:30 in Boitzenburg in den Rückstau und dann hat es bis Lauenburg ungefähr bis 19 Uhr gedauert. Das waren 4 Kilometer. Man hat der Grenzer hat in jedes Auto geguckt, hat sich die Pässe zeigen lassen und hat jeden mit dem Ausweis nochmal verglichen, mit dem Foto im Ausweis. Und dann Lauenburg total verstopft und wir kamen abends 7:30 oder gegen 8 erst dort an. Und das war nun ein Gesprächsstoff unendlich. Das ging bis spät in die Nacht. Was ist für Sie die einschneidendste Konsequenz der Grenzöffnung? Dass Deutschland dann nach einem Jahr wieder Einheit wurde. Das hatte ich eigentlich nicht mehr gedacht, dass wir überhaupt noch mal in unserer Lebenszeit wieder zusammenkommen. Ich habe immer gesagt, ich wette meinen Kopf, solange wir leben, ist der Russe in Hagenow. Aber ich wäre mein Kopf losgeworden. 1992 waren die Russen weg aus Hagenow. Wie viele russische, sowjetische Soldaten waren denn stationiert ungefähr? Schätzungsweise über 2000. Was ich gelesen habe, war, dass die sowjetischen Soldaten relativ abgeschlossen in ihrem Kasernenbereich gelebt haben. Da haben Sie vollkommen recht, so war es. Es ging nur mal ein Offizier mit seinem Diener, kann man fast dazu sagen, oder Adjutanten, mal durch die Stadt, wenn er irgendwas einkaufte. Russenfrauen sah man mehr, Soldaten fast gar nicht. Nur wenn sie mal mit dem LKW durch die Stadt fuhren oder sie fuhren von Hagenow in die Schweriner Kaserne oder sonst wo hin und dann saßen hinten auf dem LKW etliche Leute und wir hatten dann ab 68 ein eigenes Auto und 2 Kinder schon, 65 und 67 und fuhren dann in den Jahren, in den 60er, Ende 60er Jahre an die Ostsee. Und die armen Jungs, kahl geschoren, Siegermacht, die haben wir sogar bedauert. Also mir haben sie leid getan, diese armen Jungs da auf dem LKW, die nun 3 Jahre in Deutschland bleiben mussten, ohne nach Hause zu kommen. Ich habe da mal 1971 mit 3 vom Fotoclub einen Lichtbildervortrag über die Stadtgeschichte nach der 600-Jahr-Feier eben gehalten.
im kalten Kino im Februar bei den Russen. Einmal und dann nachher war ich Militärspion, der Legende der Stasi nach. Aber ich kann heute noch keinen Offizier vom Soldaten unterscheiden, weil ich nicht gedient hatte. Ich war unabkömmlich, einziger Optiker in der Kreisstadt. Ich habe eine Frage noch. Sie haben ja vorher sich nach Schwerter zu Pflugscharen, also nach Frieden oder nach Umweltbewegungen in Hagenow und Umgebung gefragt, habe gesagt, dass es da eine Gruppe gegeben habe. Ja, da hat es an der evangelischen Kirche eine Gruppe gegeben. Die hatten auch eine Fahne. Die Fahne hängt noch in der evangelischen Kirche. Es gab eine junge Gemeinde, musste aber alles unter dem Siegel der Verschwiegenheit abgehalten werden. Und unsere Kinder hatten auch mal so einen Aufnäher, weil sie Anorak bekommen hatten. Und die fuhren dann zu meinen Eltern nach Ludwigslust. Und auf dem Bahnhof hat ihnen die Transportpolizei diese Aufnäher abgetrennt. Wir haben aber keine Anzeige gemacht. Man hätte nie gewusst, wie das mal ausgeht. Wie öffentlich war denn diese Schwerter zu Pflugschar-Bewegung in Hagenow? Da hat man in der Stadt selber nicht viel gemerkt. Das war eben alles recht geheim. Man konnte so nicht auftreten. Das ist eigentlich eine alte russische Geschichte, Schwerter zu Pflugscharen, hat doch ein großer Schriftsteller da publiziert. Aber das war in der DDR falsch verstanden worden. Sie wollten ja nun dem Klassenfeind im Westen auch vielleicht mal militärisch begegnen, denn wir hatten ja 22 Atomraketen unmittelbar vor der Stadt in der Kaserne. Das war auch extra noch abgeteilt auf der Garnison. Da kamen auch die russischen einfachen Soldaten nicht rein. Eine allerletzte Frage. Sie erzählten von der Demonstration am 9. November. Ja. Wer waren denn die Initiatoren? Das Neue Forum. Etwa 20 Personen hatten sich zusammengefunden. Und die Kirche hat ihnen sozusagen die Heimstatt gegeben. Ja, da hat der Staat nicht eingegriffen. Der hat aber Stasi-Leute hingeschickt, die dann mal gucken, wer da alles so hingeht und so. Und in Ihrer Stasi-Akte, was haben denn die Kollegen der Stasi denn moniert an Ihnen? Die haben auch unsere Telefonate abgehört. Und ich war Obermeister der Augenoptiker des Bezirkes Schwerin von 1975 an. Und dann riefen mich Kollegen dann nach großen Versammlungen, die wir in Rathenow, Berlin oder Leipzig hatten, an. Was ist denn nun an Verbesserungen? Werden wir jetzt besser beliefert und so? Und dann habe ich am Telefon gesagt, der Generaldirektor von Carl Zeiss aus Jena ist ein ganz blöder Hund. Aber er ist in der Partei und er ist im Zentralkomitee der SED. Er hat zu uns gesagt, er sitzt sowieso am längeren Hebel. Und das hatten die mitgeschnitten. Aber diesen Telefonabhörer, den haben wir noch nicht rausgekriegt. Der nannte sich I.M. Blume. Der hat immer durch die Blume zugehört. Den haben wir noch nicht erfahren. 4 von den 16 haben wir noch nicht erfahren.